Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41153,7. Unser Ziel ist der Planet Deneb 4, hinter dem die große Unendlichkeit der unerforschten Galaxis liegt. Mein Auftrag lautet, die Raumbasis Farpoint Station zu überprüfen, die von den Bewohnern des Planeten Deneb gebaut wurde. Während des Fluges habe ich Gelegenheit, mich mit der USS Enterprise, dem neuen Raumschiff der Galaxy-Klasse, dessen Kommando ich übernommen habe, besser vertraut zu machen. Immer noch bin ich von der Größe und der Komplexität dieses Raumschiffes überwältigt. Was meine Mannschaft betrifft, so sind wir in einigen Schlüsselpositionen unterbesetzt. Besonders fehlt mir ein erster Offizier. Aber man informierte mich, dass ein sehr erfahrener Mann, ein gewisser Commander William Riker, auf Deneb 4 darauf wartet, an Bord zu kommen. Data, Sie werden mir zustimmen, dass der Auftrag des Flottenkommandos ziemlich kompliziert ist. Kompliziert? Wir sollen das Geheimnis von Farpoint Station lösen. Nichts einfacher als das. Farpoint Station. Allein schon der Name klingt geheimnisvoll. Immerhin sollen wir erreichen, dass die Sternenflotte die Basis benutzen darf und wir sollen herumschnüffeln, um herauszufinden, warum die dortige Lebensform die Station gebaut hat. Anfrage. Das Wort herumschnüffeln. Data, Sie wurden mit einer Enzyklopädie des gesamten menschlichen Wissens programmiert und kennen so ein einfaches Wort wie herumschnüffeln nicht? Vielleicht handelt es sich um menschliches Verhalten, für dessen Nachahmung ich nicht programmiert wurde. Herumschnüffeln heißt in etwa spionieren oder suchen. Aha, unauffällig suchen, heimlich vorgehen, getarnt sein, schleichen. Ja, Leiten, Sie haben das erfasst. Schweben, lauern, belauern, beobachten, ja. Registrieren. Captain! Ich empfange Gedanken. Sie sind ungewöhnlich stark. Die Sensoren registrieren etwas Ungewöhnliches. Ich analysiere massive Materie, Captain. Es könnte auch ein übergroßes Kraftfeld sein. Wenn wir damit kollidieren würden, schalten wir... Schalten Sie das verdammte Geräusch ab! Alarmstufe gelb! Schutzschilde und Deflektoren aktiviert, Sir. Schubumkehrung, völliger Stopp. Schifffahrtsstillstand erreicht. Urplötzlich materialisierte eine menschliche Gestalt auf der Brücke der Enterprise. Wolle zur Kenntnis nehmen, dass eure Art bereits zu weit in die Tiefe der Galaxis vorgedrungen ist. Kehret in euer eigenes Sonnensystem zurück, und zwar stehenden Fußes. Das ist ein beachtlicher Befehl. Könnten Sie uns vielleicht wissen lassen, wer oder was Sie sind? Wir nennen uns Q, wenn es euch beliebt. Wir gestatten euch, uns so anzureden. Behaltet es im Gedächtnis. Ich tue euch kund, ich bin auch ein Schiffskapitän. Ich hoffe, dadurch verstehen wir uns besser. Kehre zurück, von wo ihr kamt. Elender! Einer der Wachsoldaten hatte seine Laserpistole gezogen. Mit geheimnisvollen Kräften löste Q über dem Unglücklichen einen Eisregen aus. Data, sofort den Arzt. Er ist steif gefroren. Er hätte sie nicht verletzt. Der Phaser ist nur auf Betäubung eingestellt. Würdet ihr die Menschen kennen, so wie ich, Captain, würdet ihr euch dann kampflos fangen lassen. Und nun kehre zurück. Ansonsten droht euch der sichere Tod. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Zusatzeintrag. Der gefrorene Körper von Lieutenant Torres wurde in die Krankenstation gebracht. Jetzt geht es um die unglaubliche Macht des Wesens Q. Können wir es wagen, uns ihr entgegenzustellen? Captain, eure kleinen Jahrhunderte verstreichen sehr schnell. Vielleicht werdet ihr mich so besser verstehen. Q hatte jetzt die Gestalt eines amerikanischen Generals aus dem 20. Jahrhundert angenommen. Das zur Debatte stehende Thema ist Patriotismus. Ihr müsst in eure Welt zurückkehren und die Roten bekämpfen. Dafür braucht man nur ein paar gute Männer.
Was? Dieser Unsinn liegt doch schon Jahrhunderte zurück. Aber es steht fest, dass ihr immer noch ein Haufen wilder, gefährlicher Kinder seid. Das entspricht nicht den Tatsachen. Ich gebe zu, dass wir das waren, als wir diese lächerlichen Kostüme trugen, vor rund 400 Jahren. Ja, zu dieser Zeit wurden Millionen hingeschlachtet, als es um die Verteilung der Ressourcen eurer winzigen Welt ging. Weitere 400 Jahre zurück habt ihr euch gegenseitig ermordet bei dem Streit um ungleiche Gottesbilder. Seit der Zeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Menschen sich ändern. Selbst als wir noch solche Uniformen trugen, hatten wir angefangen, rasche Fortschritte zu machen. Ach ja? Was bedeutete rascher Fortschritt? Er bestand in der Erfahrung der Menschen, ihre Streitkräfte mit Drogen zu kontrollieren. Sir, Meldung von der Krankenstation. Der Zustand von Lieutenant Torres bessert sich. Oh, da zeigt sich die Sorge um einen Kameraden. Richtig rührend. Sir, gestatten Sie mir bitte zu handeln. Ich möchte die Brücke von Unbefugten räumen. Lieutenant Worf hat recht, Sir. Als Sicherheitschef kann ich nicht zulassen, doch, dass das ich... das können Sie, Lieutenant, ja. Oh, schon besser. Und dann? Als die Menschen in den Weltraum vorstießen, fanden sie auch dort Feinde, die sie bekämpfen konnten. Und um diese Morde effektvoll zu gestalten, wurden wiederum Streitkräfte aufgestellt. Damit fing dieselbe alte Geschichte ganz von vorne an. Nein, dieselbe alte Geschichte ist das, auf was wir jetzt stoßen. Selbstgerechte Lebensformen, die begierig sind, nicht zu lernen. Sondern alles zu verfolgen und zu verurteilen, was sie nicht verstehen oder tolerieren können. Was für ein interessanter Gedanke, verfolgen und verurteilen. Und was ist, wenn wir euch Menschen leider nur allzu gut verstehen? Wir haben keine Angst vor dem, was an wahren Tatsachen über uns enthüllt wird. Enthüllungen von Tatsachen? Fantastisch, einfach fantastisch, Captain. Sie sprudeln ja geradezu über von guten Ideen. Es müssen Vorbereitungen getroffen werden. Und wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, werden wir genauso verfahren, wie Sie es vorschlagen. Q war wieder verschwunden. Sir, ich sehe nur eine einzige Möglichkeit. Wir müssen kämpfen. Kämpfen oder versuchen zu entkommen? Spüren Sie etwas, Counselor? Seine Geisteskräfte sind übermächtig. Ich empfehle, jeden Kontakt zu vermeiden. Ab sofort darf keine Station an Bord, ich wiederhole, keine Station aus irgendeinem Grund die Sprechanlagen des Schiffes benutzen. Wir werden versuchen, ihn zu überraschen. Wir wollen mal sehen, was dieses Raumschiff der Galaxy-Klasse leisten kann. Lieutenant? Der Maschinenraum soll sich auf maximale Beschleunigung vorbereiten. Aye, Sir. Speicherabfrage, Data. Einzelheiten über die Abtrennung der Untertassensektion bei Maximalbeschleunigung. Nicht ratsam bei Bauchbeschleunigung. Ist es möglich? Ja, es ist möglich. Aber es besteht nicht die geringste Fehlertoleranz. Per Computerausdruck alle Decks benachrichtigen. Vorbereiten auf Abtrennung bei Maximalbeschleunigung. Ihnen ist klar, was das heißt. Wir werden unsere Maschinen weit über die Sicherheitsgrenzen hinaus beanspruchen. Unsere Hoffnung besteht in der Überraschung. Wir müssen versuchen, die unbekannte Macht, die sich da draußen befindet, abzuhängen. Wir haben da eine Möglichkeit. Wir geben Klein bei und kehren zur Erde zurück, wie es gefordert wurde. Maschinenraum ist bereit, Sir. Alle Anzeigen auf grün, Captain. Wir warten auf Ihr Kommando. Achtung! Programm läuft. Geschwindigkeit Warp 9,2. Wir fliegen auf Kurs 3,51, Sir. Kurs beibehalten. Der Gegner verfolgt uns, Sir, mit rasch zunehmender Beschleunigung. Warp-Geschwindigkeit jetzt 9,3, Sir. Toleranzgrenze überschritten. Weiter beschleunigen. Commander, als meine Beraterin sagen Sie mir bitte, auf was sind wir Ihrer Meinung nach gestoßen? Ich spüre etwas, das jenseits der Grenzen dessen liegt, was wir als Lebensform bezeichnen. Jenseits der Grenzen? Ja, sehr weit fortgeschritten, Sir. Oder zweite Möglichkeit, vollkommen unterschiedlich zu uns. Warp 9,4, Sir. Sir, der Gegner beginnt jetzt, uns einzuholen. Ist das sicher? Warpgeschwindigkeit des Gegners 9,6, Sir. Soll ich das Bild auf den Hauptschirm schalten? Ja, rückwärtige Sicht. Ich schalte auf Ausschnittvergrößerung. Warpgeschwindigkeit des Gegners jetzt 9,7. An Maschinenraum, wir brauchen mehr Kraft. Der Maschinenraum versucht es, aber er warnt gleichzeitig... Alarmstufe gilt. Sämtliche Photonentorpedos abschussbereit machen. Torpedos abschussbereit, Sir. Warpgeschwindigkeit des Gegners jetzt 9,8. Wir beschleunigen dagegen nur mit 9,5, Sir. Meldung vom Maschinenraum, Sir.
Wir können die 9,8 des Gegners erreichen, aber nur mit alleräußerstem Risiko. Der Gegner beschleunigt inzwischen mit Warp 9,9. Hören Sie gut zu. Trocken Sie eine Nachricht für sämtliche Stationen und Decks. Abtrenn der Untertassensektion vorbereiten. Sie werden das Kommando der Untertassensektion übernehmen, Lieutenant. Ich bin ein Klingone, Sir. Ich suche mein Heil nicht in der Flucht, während mein Captain in den Kampf geht. Sie sind Offizier der Sternenflotte, Lieutenant. Aye, Sir. Eintragung, Data. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41153,7. Um Familien- und Schiffsbesatzung zu schützen, wird die Untertassensektion der Enterprise abgetrennt. Die Antriebssektion mit Kampfbrücke und allen Hauptwaffen wird sich der geheimnisvollen Macht, die uns bedroht, zum Kampf stellen. Lieutenant, die Torpedos müssen in unmittelbarer Nähe des Gegners detonieren, um ihn für den Augenblick der Trennung zu blenden. Verstanden, Sir. Alle Decks sind bereit, Sir. Worf, hier spricht der Captain. Im Augenblick der Trennung schalten wir auf Schubumkehrung, damit Sie Gelegenheit haben, die Untertassensektion in Sicherheit zu bringen. Verstanden, Captain. Torpedos werden abgefeuert. Countdown beginnen. Jetzt. Achtung, Abtrennung. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abtrennung erfolgreich, Sir. Alle Torpedos sind detoniert, Sir. Wir werden anhalten. Schubumkehrung. Schubumkehrung. Geschwindigkeit sinkt. Triebwerke aus. Wir bleiben in dieser Position und warten. Dann wird der Gegner in wenigen Minuten hier sein. Alle Triebwerke auf Null, Sir. Danke, Con. Commander, senden Sie in allen uns bekannten Sprachen und auf allen Frequenzen. Wir kapitulieren. Und fügen Sie hinzu, dass wir keinerlei Bedingungen stellen. Aye, Sir. In allen Sprachen und auf allen Frequenzen. Eine ungeheure Kraft schüttelte die Zentraleinheit der Enterprise. Und in der nächsten Sekunde fanden sich alle in einem altertümlichen Gerichtssaal wieder. Alle Gefangenen erheben sich. Vom geschichtlichen Standpunkt aus faszinierend. Alles stimmt genau. Mitte des 21. Jahrhunderts. Die postatomare Schreckenszeit. Alle Anwesenden erheben sich, um dem höchst ehrenvollen Richter ihren Respekt zu bezeugen. Vorsicht, Sir. Das ist keine Illusion und kein Traum. Aber dieses Gericht gehört doch der Vergangenheit an. Ich verstehe das Ganze auch nicht, aber es ist Realität. Auf die Füße, ihr Verbrecher! Zumindest der Richter ist uns kein Unbekannter mehr. Und das war kein anderer als der geheimnisvolle Q. Jetzt trug er eine rote Richterrobe und auf einem prunkvollen Stuhl wurde er in den Saal gefahren. Achtung! Auf die Füße mit euch! Den Gefangenen wird kein Leid zugefügt. Erst wenn ihre Schuld erwiesen ist. Dürfen wir annehmen, dass es ein faires Verfahren wird? Ja, natürlich. Absolut unparteiisch. Vor dem gerechten, huldvollen Gericht sind diese Gefangenen erschienen, um sich für die vielfältigen und schwerwiegenden Vergehen ihrer Spezies zu verantworten. Zu was bekennen sich die Kriminellen? Darf ich antworten, Captain? Einspruch, Euer Ehren! Im Jahre 2036 erklärten die neuen Vereinten Nationen, dass kein Erdenbürger für die Verbrechen seiner Rasse verantwortlich gemacht werden darf. Einspruch abgewiesen! Dies ist ein Gericht des Jahres 2079. Rascher Fortschritt hat dazu geführt, dass heute,
der ganze Unsinn mit den Vereinten Nationen abgeschafft worden ist. Tascha nicht. Ich muss reden. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der Gerichte wie dieses hier zugelassen waren. Und es waren Menschen wie diese hier, die mich vor solchen Dingen gerettet haben. Deshalb sollte der ganze sogenannte Gerichtshof vor den Angehörigen der Sternflotte auf die Knie fallen und ihnen für das, was sie erreicht haben, danken. Aber der Mut von Tascha, der Sicherheitschefin, wurde übel belohnt. Auch sie wurde von Q mit dem furchtbaren Eisregen übergossen. Ja. Sie sind nichts weiter als ein Barbar! Die Frau hat doch die Gefangenen schweigen! Sie müssen noch eine Menge über die Menschen lernen, wenn Sie glauben, Sie könnten uns mit solchen Methoden zum Schweigen bringen. Wird sie überleben? Ungewiss. Als Lieutenant Torres einfuhr, hatten wir sofort medizinische Hilfe zur Verfügung. Die Verbrecher äußern sich jetzt zur Anklage. Werden wir sonst wie Sie eingefroren? Oder vielleicht zu Tode gefoltert? Sie haben versprochen, den Gefangenen wird kein Leid zugefügt. Solange Sie Ihre eigenen Regeln brechen, äußern wir uns zu gar nichts. Ich schlage vor, Sie konzentrieren sich jetzt voll auf das Verfahren, Captain. Es ist vielleicht Ihre einzige Hoffnung. Ich schlage vor, Sie sollten noch einmal über den Prozess nachdenken, denn wenn Sie ihn, wie Sie vorhin versprochen haben, fair durchführen werden, könnten Sie verlieren. Verlieren? Ja, selbst wenn Sie Richter und Ankläger in sich vereinen. Und auch die Geschworenen. Einverstanden. Solange Sie sich an Ihre Abmachungen halten, denn einen Gefangenen anzugreifen, ist unfair. Dies ist ein gnadenvolles Gericht. Aber daran mochte zu diesem Zeitpunkt keiner so recht glauben. Zunächst einmal wurden Captain Picard und seine Begleiter in ihren Kabinen eingeschlossen. Die Zukunft war ungewiss. In einer Stunde ging die seltsame Verhandlung weiter. Ruhe! Die Verhandlung wird fortgesetzt. Ich warne Sie, Tricks bei der Auslegung des Gesetzes sind nicht gestattet. Nur Tatsachen zählen. Wir Menschen kennen unsere Vergangenheit, auch wenn wir uns ihrer schämen. Ich erkenne dieses Gerichtssystem als dasjenige, auf das ein Zitat von Shakespeare zutrifft. Tötet alle Anwälte. Das wurde ja auch getan. Und führte zu der Regel, schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist. Natürlich. Den Unschuldigen vor Gericht zu bringen, wäre unfair. Jetzt werden Sie sich zur Anklage äußern. Sie lautet, Sie sind eine ungewöhnlich wilde Rasse. Ungewöhnlich wild kann vieles bedeuten. Ich äußere mich nur zu spezifischen Anklagen. Wollen Sie tatsächlich, dass die Hässlichkeit der menschlichen Rasse hier enthüllt wird? Der Wunsch sei Ihnen gewährt, Sie Narr. Bringt die Anklagen zu Gehör. Krimineller, du wirst dem Gericht die Anklagen vorlesen. Ich sehe keine Anklagen gegen uns, Euer Ehren. Ihr Benehmen ist ungebührlich. Soldaten, lasst eure Waffen sprechen, wenn der Angeklagte mit einem anderen Wort als schuldig antwortet. Krimineller, schuldig oder nicht schuldig? Schuldig. Doch nur unter Vorbehalten. Nennen Sie dem Gericht Ihre Vorbehalte. Ich bezweifle, dass das Gericht sich an die Verfahrensregeln hält. Gestatten Sie, dass Commander Data einige Äußerungen wiederholt? Versuchen Sie keine Tricks mit mir. Sie werden Ihre Worte hören, Euer Ehren. Wiederholen Sie die Worte, die auf die Versicherung folgten, dass den Angeklagten kein Leid zugefügt wird. Ja, Sir. Der Captain stellte daraufhin die Frage... Dürfen wir annehmen, dass das ein faires Verfahren wird? Daraufhin antworteten Euer Ehren... Ja,
Natürlich, absolut unparteiisch. Diese Zeugenaussage ist hundertprozentig irrelevant. Gut, einverstanden. Wir geben zu, dass Fakten existieren, die die Behauptung des Gerichts unterstützen, die Menschen seien teilweise ungewöhnlich wild gewesen. Deshalb schlage ich vor, Sie sollten uns testen, damit Sie feststellen können, ob diese Behauptung auf die heutigen Menschen auch zutrifft. Ah ja, ich verstehe. Sie wollen, dass das Gericht gestattet, dass Sie und Ihre Kameraden beweisen, was inzwischen aus der Menschheit geworden ist. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu beweisen. Denn viele fremde Welten liegen vor uns. Sie haben ja schon wieder einen brillanten Einfall, Captain. Aber es dürfte nicht lange dauern, Sie zu testen. Ihr unmittelbares Ziel stellt eine viel größere Herausforderung dar, als Sie es sich vorstellen können. Ja, Farpoint Station wird ein exzellenter Test sein. Alle Anwesenden mögen sich respektvoll erheben. Captain, Sie werden erkennen, dass Sie nicht annähernd klug genug sind, um mit dem fertig zu werden, was vor Ihnen liegt. Es wäre besser gewesen, wenn Sie hier Ihre Strafe angenommen hätten. Und damit verschwand das merkwürdige Gericht. Und die Brücke der Enterprise war wieder genauso wie vorher. Welcher Kurs liegt an, Lieutenant? Der Kurs hat sich nicht geändert. Wir fliegen in Richtung Farpoint Station. Es stimmt, der Kurs ist unverändert. Wissen Sie etwas über Farpoint Station, Sir? Der Name klingt irgendwie langweilig. Wir haben gehört, es könnte da ziemlich interessant für uns werden. Zur gleichen Zeit auf Farpoint Station, der Raumstation auf dem Planeten Deneb 4. Persönliche Aufzeichnung, Commander William Riker. Sternzeit 41153,7. Die USS Hood hat mich auf Farpoint Station abgesetzt, wo ich die Ankunft der neuen USS Enterprise erwarte, auf die ich als erster Offizier versetzt worden bin. Im Übrigen wurde ich gebeten, das Büro des Verwalters von Farpoint in der Altstadt aufzusuchen. Ah, Commander Riker. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass wir noch immer nichts von Ihrem Schiff gehört haben. Ich hoffe, Ihre Wartezeit war bisher angenehm. Ich würde sogar sagen, sie war bisher luxuriös. Gut. Gut. Bin ich undankbar, wenn ich um mehr Informationen bitte? Fragen Sie. Die neuen Materialien, die Sie bei der Konstruktion dieser Raumstation verwendet haben, finde ich faszinierend. Ihr Energieüberschuss soll sehr groß sein, habe ich gehört. Die geothermische Energie ist einer der Vorzüge dieses Planeten. Ich lasse Ihnen Unterlagen darüber gerne zuschicken. Danke sehr. Trotzdem ist es für mich immer noch unfassbar, dass Sie in so unglaublich kurzer Zeit die Station bauen konnten. Und noch perfekt auf unsere Verhältnisse zugeschnitten. Darf ich Ihnen eine Delikatesse Ihres Planeten anbieten? Wenn Sie einen Apfel hätten... Nein. Ich bedauere, Commander. Ach, das macht doch nichts. Was ich Sie noch... Das gibt es nicht. Ach ja, natürlich. Hier steht ja noch eine Schale. Bitte bedienen Sie sich. Ich könnte schwören, vor einer Sekunde waren die Äpfel noch nicht da. Ich hoffe, Ihre Freude wird durch Ihre Unachtsamkeit nicht getrübt. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin sicher, so wird es auch mit Farpoint Station sein, Commander. Die Tatsache, dass sie so schnell gebaut wurde, wird sie in den Augen der Sternenflotte hoffentlich nicht geringer erscheinen lassen. Der Apfel ist köstlich, danke. Guten Tag, Verwalter Saum. Guten Tag. Riker war gegangen und so bekam er die eigenartigen Worte von Zorn nicht mehr mit. Man hatte dir doch gesagt, du sollst sowas nicht tun. Warum verstehst du das nicht? Das erhöht doch nur ihr Misstrauen. Wenn so etwas nochmal passiert, wird das Konsequenzen haben. Wir bestrafen dich, das ist sicher. Inzwischen hatte Riker die Ärztin Beverly Crusher und ihren Sohn Wesley getroffen. Mutter! Da kommt Commander Riker. Hallo, Wes. Gefällt dir Farpoint Station? Ja, Sir. Darf ich Sie auf Ihrem Spaziergang begleiten? Eigentlich hatten wir vor, ein paar Einkäufe zu machen. So ein Zufall, das hatte ich auch vor. Ja, natürlich. Wundern Sie sich nicht über meine Mutter, Commander Riker. Sie ist nicht unfreundlich. Sie ist nur Männern gegenüber, die sie nicht kennt, schüchtern. Wesley! Das heißt, er möchte, dass wir Freunde sind. Ich habe nichts dagegen, Doktor.
Obwohl wir offiziell noch nicht zur Enterprise gehören, könnten wir vielleicht etwas Nützliches tun, während wir auf Sie warten. Woran denken Sie, Commander? Wir könnten ein paar Dinge klären, die mir hier aufgefallen sind. Gerade eben hatte ich ein Erlebnis, das mir... Ich hatte nach einem Apfel gefragt und ich... Mir ist klar, Commander, dass ein erster Offizier seine Energie und seine Wachsamkeit einem neuen Captain unter Beweis stellen möchte. Aber da meine Interessen und meine Aufgaben außerhalb Ihres Bereichs liegen, meine ich... Ein Händler hielt Beverly auf einmal einen Stoffballen hin. Erstaunlich, nicht? Jetzt hat er genau das, was Sie sich gewünscht haben. Danke sehr. Ich nehme den ganzen Ballen. Wenn unser Raumschiff eingetroffen ist, lassen Sie den Stoff dahin bringen. Die Rechnung bitte an Dr. Crusher. Wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte den Verdacht, Sie wollten sich auf irgendeine Weise bei Ihrem neuen Captain einschmeicheln. Ich entschuldige mich. Mom? Das Goldmuster war vorher nicht da. Vielleicht würde es Jean-Luc gefallen, wenn wir das untersuchen. Jean-Luc Picard? Sie kennen den Captain? Ich war noch ganz klein. Da brachte er die Nachricht vom Tod meines Vaters. Ja, Wes, das ist schon sehr lange her. Nett, dass wir uns getroffen haben, Commander. Wir müssen jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Doktor. Wes? Sir? Wir sehen uns an Bord. Ja, Sir. Sir? Die Enterprise trifft gerade Ist das eine offizielle Meldung, Lieutenant? Verzeihung, Commander. Sir? Lieutenant LaForge meldet das Eintreffen der Enterprise, aber nur der Antriebssektion. Nur die Antriebssektion? Was ist passiert? Keine Ahnung, Sir. Captain Picard möchte, dass Sie sofort raufgebeamt werden. Ein Captain der schnellen Entschlüsse. Warum auch nicht? Danke, Lieutenant. Aye, Sir. Enterprise? Commander Riker auf Farpoint Station. Bereit zum Beamen. Sekunden später wurde Riker von Tascha an Bord in Empfang genommen. Ich bin Lieutenant Yar vom Sicherheitsdienst, Sir. Captain Picard erwartet Sie auf der Kampfbrücke. Sie kommen ohne Untertassensektion. Ist auf dem Weg hierher etwas vorgefallen? Der Captain wird Ihnen alles erklären, Sir. Meldung von Deneb? Ja, Sir. Sollen wir in den Standardorbit einschwenken? Tun Sie das. Sir, Commander Riker. Riker, WT meldet sich wie befohlen. Ist alles bereit? Wie befohlen. Zunächst werden Sie über das informiert, was auf dem Flug hierher passiert ist, Commander. Dann reden wir. Willkommen an Bord. Hier entlang. Tascha spielte Riker eine Aufzeichnung der Ereignisse vor. Und nun kehre zurück. Ansonsten droht euch der sichere Tod. Aber es steht fest, dass ihr immer noch ein Haufen Wildfang habt. Das war ein ungewöhnlicher Zwischenfall, Captain. Wahrscheinlich leben wir nur noch, weil man uns auf Bewährung freigelassen hat. Eine Bewährung, die man nicht unterschätzen sollte. Ja? Untertassensektion befindet sich mit uns auf identischer Umlaufbahn. Danke, Data. Commander Riker wird die Ankopplung manuell durchführen. Ende. Ich? Sie haben sich zum Dienst gemeldet und Sie sind qualifiziert. Ja, Sir. Dann tun Sie Ihren Dienst, Commander. Sie werden also das Ankoppeln manuell durchführen, Sir? Ohne Computerunterstützung? Wie befohlen. Annäherungsgeschwindigkeit 1,5 Meter pro Sekunde. Annäherungswinkel korrigieren. 3 Grad Steuerbord. Krängungswinkel korrigieren. Alle Stationen bereit für Ankopplung. Impulsantrieb auf 0 reduzieren. Die Massenträgheit müsste jetzt genügen. Ankoppeln. Jetzt.
ein reines Routinemanöver, das Sie gut durchgeführt haben. Danke, Sir. So habe ich es gelernt. Ich habe noch einige Fragen an Sie, Commander. Selbstverständlich, Sir. Ihrer Akte entnehme ich, dass Captain De Soto eine sehr hohe Meinung von Ihnen hat. Merkwürdig finde ich allerdings, dass Sie sich geweigert hatten, ihn nach Altair 3 runterzubeamen. Ja, Sir. Meiner Meinung nach war Altair 3 zu der Zeit zu gefährlich für den Captain. Der Rang des Captains bedeutet Ihnen also nichts? Ganz im Gegenteil, Sir. Aber das Leben des Captains bedeutete mir wesentlich mehr. Es ist beinahe unmöglich, Captain bei der Sternenflotte zu werden, wenn man nicht weiß, ob es sicher oder unsicher ist, auf einen fremden Planeten runter zu beamen. Ich finde, es ist ziemlich anmaßend, wenn ein erster Offizier die Entscheidung seines Captains in Frage stellt. Darf ich ganz offen antworten, Sir? Ja, natürlich. Sie sind selbst einmal erster Offizier gewesen. Sie wissen, dass zum Verantwortungsbereich des ersten Offiziers auch die Sicherheit des Captains zählt. Ich sehe keine Schwierigkeiten, Anweisungen, die Sie geben, auszuführen. Wenn Sie Ihre Sicherheit nicht gefährden. Und Sie haben nicht die Absicht, diesen Standpunkt aufzugeben? Nein, Sir. Noch eine Kleinigkeit. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Ich höre, Sir. Wenn Sie mir gegenüber die gleiche Einstellung einnehmen wie gegenüber Captain De Soto, wäre es gut, wenn Sie verhindern würden, dass ich mich vor Kindern zum Narren mache. Bitte? Ich bin kein Familienvater, Riker. Dennoch kommandiere ich ein Schiff, das auch Kinder an Bord hat. Ja, Sir. Und ich fühle mich in der Gegenwart von Kindern nicht wohl. Da zum Image des Captains eine gewisse Genialität gehört, sollten Sie mir dahingehend helfen. Hi, Sir. Willkommen auf der Enterprise, Commander Riker. Als erstes machte sich Riker auf, den Androiden Data zu sprechen. Ja, Sir. Wo finde ich Commander Data? Commander Data hat einen Spezialauftrag. Er wird mit unserer Raumfähre einen Admiral Sir Hood übersetzen. Ein Admiral? Ja, er hat an Bord die medizinische Abteilung überprüft. Warum will er die Fähre benutzen, statt sich beamen zu lassen? Das könnte er natürlich tun, aber der Admiral ist ein ziemlich ungewöhnlicher Mann. Das stellte Data auch gerade fest. Warum sollte ich mich in Atome zerlegt quer durch den Raum transportieren lassen? Na ja, Sir, wir dachten, in Ihrem Alter sollten Sie sich nicht der Anstrengung einer Raumfähre aussetzen. Einen Moment mal, mein Junge. Ja, Sir? Sie reden von meinem Alter? Verzeihung, ich hoffe, das Thema stört Sie nicht. Sollte es das? Was sollte mich wohl an der Tatsache stören, noch nicht tot zu sein? Für wie alt halten Sie mich eigentlich? Sie sind 137 Jahre alt, Sir, laut Akte der Sternenflotte. Sagen Sie mir, warum Sie sich daran so genau erinnern. Das ist ja erstaunlich. Ich erinnere mich an alles, was ich gelesen habe. Ich sehe keine Spitzen an Ihren Ohren, mein Junge. Aber Sie reden wie ein Vulkanier. Ich bin keiner. Ich bin ein Android. Ja? Das ist ja beinahe genauso schlimm. Ich dachte, man sei allgemein der Meinung, dass die Vulkanier eine fortgeschrittene, ehrenwerte Rasse sind. Ja, das sind sie. Sie können dann aber manchmal ganz schön nerven. Ja, Sir. Tja, das hier ist ein schönes neues Schiff. Es trägt auch den richtigen Namen. Daran sollten Sie immer denken. Das werde ich, Sir. Wenn Sie es gut behandeln, wird es Sie immer sicher nach Hause bringen. Haben Sie die Nachricht an die Hood übermittelt? Ja, wortwörtlich. Bon voyage, mon ami. Computer, wie lautet die Antwort? Da erschien Q wieder auf dem Bildschirm. Sie verschwenden Zeit, Captain. Oder dachten Sie, ich sei verschwunden? Sie haben noch 24 Stunden. Mit jeder weiteren Verzögerung riskieren Sie ein zu allgemeines Urteil, Captain. Wie sollen wir uns jetzt verhalten, wenn unsere Schritte und Worte überwacht werden? Wir tun das, was wir tun würden, wenn dieser Q nicht existieren würde. Und wenn man uns verdammen will, soll man uns für das verdammen, was wir wirklich sind.
Es war keine sehr angenehme Lage für alle. Und so flog die Enterprise einer ungewissen Zukunft entgegen. Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Auf dem Flug zum Planeten Deneb 4 erschien auf der neuen Enterprise unter dem Kommando von Captain Picard der geheimnisvolle Q, ein Wesen in menschlicher Form. Q, offenbar mit ungeheuren mentalen Kräften versehen, teleportierte den Captain und seine engsten Mitarbeiter vor ein mittelalterlich anmutendes Gericht, wo ihnen der Prozess gemacht werden sollte. Angeblich seien die Menschen eine wilde, barbarische Rasse. Captain Picard gelang es, einen Kompromiss zu erreichen. Die Besatzung der Enterprise sollte auf Farpoint Station, der Raumstation auf dem Planeten Deneb 4, beweisen, dass die Menschen sich geändert hatten. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41153,8. Von den 24 Stunden, die uns Q noch bewilligt hat, sind inzwischen 11 ohne Zwischenfall verstrichen. Und trotzdem muss ich ständig an Qs Worte denken, dass uns einige sehr kritische Prüfungen bevorstehen werden. Der äußerst aktive Kern dieses Planeten sorgt für einen Überschuss an geothermischer Energie, aber das ist alles, was diese Welt bietet. Und Sie glauben, dass das denen schon genügt, um eine Basis zu bauen, die den Standardanforderungen der Sternenflotte genügt? Ja, Sir. Wir gehen davon aus, dass die Materialien für den Bau gegen Thermoenergie eingetauscht wurden. Laut Analyse existieren viele Materialien, die für den Bau verwendet wurden, nicht auf dieser Welt. Merkwürdig, wie die Vorfälle, die Sie in Ihrem Bericht als fast magische Versuche uns zu erfreuen, beschreiben. Diese Ereignisse haben stattgefunden. Keiner dieser Vorfälle war bedrohlich. Es gibt eben Lebensformen, die das Bedürfnis haben, uns zu gefallen. Alles bereit zum Runterbeamen? Ich bin schon sehr gespannt, Verwalter Zorn kennenzulernen. Es steckt wohl mehr dahinter als der Versuch, uns zu gefallen, Sir. Vielleicht will uns dieser Q einen Streich spielen. Kommen Sie! Ich habe die Beraterin gebeten, uns zu begleiten. Darf ich Ihnen unseren neuen ersten Offizier vorstellen? Commander William Riker. Commander Riker, das ist die Beraterin unseres Schiffes, Diana Troy. Erinnerst du dich noch, was ich dir beigebracht habe, Imzadi? Kannst du immer noch meine Gedanken empfangen? Sehr erfreut, Commander. Guten Tag, Counselor Troy. Kennen Sie sich schon von früher? Ja, wir kennen uns, Sir. Ausgezeichnet. Ich halte es für wichtig, dass jeder meiner Offiziere die speziellen Fähigkeiten der anderen Offiziere kennt. Ja, Sir. Natürlich. Auch ich konnte niemals auf Wiedersehen sagen und sagen. Und Diana Troy ließen sich zur Station hinunterbeamen. Wir brauchen natürlich mehr Informationen, bevor wir eine Empfehlung an die Sternenflotte geben können. Dagegen ist nichts einzuwenden. Trotzdem erstaunt es mich, dass Sie einen Betasoiden zu diesem Treffen mitbringen. Ich vermute, Ihre Aufgabe besteht darin, meine Gedanken zu erforschen. Ich bin nur in der Lage, starke Gefühle zu empfangen, Verwalter. Ich bin nur zur Hälfte Betasoid. Mein Vater war Offizier der Sternenflotte. Ah ja. Außerdem habe ich nichts zu verbergen. Gut, was wir bisher von Ihrer Bautechnik sehen konnten, hat uns sehr erstaunt. Die Sternenflotte könnte daran interessiert sein, dass Sie auch auf anderen Welten Raumbasen für uns bauen. Aber wir sind nicht daran interessiert, woanders zu bauen. Lassen Sie mich sprechen, Captain.
Wie wäre es dann mit einem Tauschhandel? Wir liefern Ihnen Dinge, die Sie benötigen. Dafür stellen Sie uns Architekten und Ingenieure, die uns Ihre Bautechnik zeigen. Oh. Bendy haben keine Freude daran, ihre Heimatwelt zu verlassen. Wenn die Sternenflotte diese kleine Schwäche nicht akzeptieren kann, sind wir zu unserem großen Leidwesen gezwungen, eine Allianz mit einem Partner wie den Ferengi zu suchen. Counselor, was ist denn? Soll ich das jetzt hier sagen? Ja, vor Freunden hat man keine Geheimnisse, nicht wahr, Verwalter? Aber ja, natürlich, denn wir haben nichts zu verbergen. Schmerz. Schmerz. Einsamkeit. Schreckliche Einsamkeit. Verzweiflung. Die Empfindungen stammen nicht von Sorn oder einem anderen seines Volkes. Trotzdem muss die Quelle ganz in unserer Nähe sein. Wer könnte es also sein, Verwalter? Haben Sie eine Ahnung? Nein. Ich weiß nicht einmal, wovon Sie reden. Ich muss sagen, ich finde diese Art von Gespräch weder produktiv noch hilfreich. Ist das alles? Keine Vorschläge? Was erwarten Sie denn noch von uns? Wir bieten Ihnen eine Basis, die Ihren Anforderungen entspricht, die nach menschlichem Standard sogar luxuriös ist. Dafür weichen Sie allen Fragen aus, die diese Basis betreffen. Genug für heute. Wir alle sollten unsere Standpunkte noch einmal überdenken. Captain, die Ferengi sind an einer Basis wie dieser sehr interessiert. Gut. Sie wissen natürlich, dass die Ferengi ihre Verbündeten sehr oft verspeisen. Dr. Beverly Crusher nahm inzwischen an Commander Geordi LaForge etliche Untersuchungen vor. Ich habe von Ihrem Fall schon gehört und auch von dem Visor, den Sie tragen. Ein Meisterwerk bioelektronischer Technik, mit dessen Hilfe ich ein breites Spektrum aller vorhandenen Wellen sehen kann. Angefangen bei Infrarot über Rundfunkwellen bis hin zum Ultrabereich und so weiter und so weiter. Bitte verzeihen Sie meine Belustigung, aber ich habe über dieses Thema schon tausendmal geredet. Sind Sie immer blind gewesen? Mhm. Ich wurde blind geboren. Seitdem Sie dieses Gerät benutzen, haben Sie Schmerzen. Mhm. Man glaubt, es liegt daran, dass ich meine körperlichen Sensoren anders einsetze. Tja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste wäre ein schmerzstillendes Mittel. Das meine Fähigkeiten einengen würde. Mhm. Nein. Die zweite Möglichkeit? Mikrochirurgie. Stilllegung des Gehirnbereichs, der die Schmerzen verursacht. Das wäre doch sinnlos. Dann würde ich nichts mehr erkennen, Doktor. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ich verstehe. Verzeihung. Ich suche Commander Data. Er soll sich auf diesem Deck befinden. Hier entlang, Sir. Sie sind anscheinend neu auf einem Raumschiff der Galaxy Classes, Sir. Sag mir bitte, wo sich Commander Data befindet. Lieutenant Commander Data, ich lokalisiere Commander Data auf dem Holodeck im Bereich 4J. Sie sehen, zum Holodeck müssen Sie in diese Richtung gehen. Danke. Ich habe gern geholfen, Sir. Der nächste Eingang auf der linken Seite, Sir. Danke. Keine Ursache, Commander Riker. Möchten Sie auch eintreten? Ja, natürlich. Zu seiner Überraschung fand sich Riker in einem Urwald wieder. Doch dann war ihm sofort klar, dass es sich natürlich nur um eine täuschend echte Simulation handelte. Hallo! Auf Deneb 4 gibt es einige Rätsel. Der Captain möchte gerne wissen, was dahinter steckt. Er schlägt vor, dass Sie zu dem Trupp gehören, mit dem ich runtergehen werde. Ich hoffe, ich werde gut funktionieren, Sir. Sicher. Als der Captain Sie vorschlug, habe ich Ihre Akte gelesen. Gut, Sir. Da haben Sie klug gehandelt, Sir. Den Rang eines Lieutenant Commander haben Sie ehrenhalber? Nein, Sir. Sternflottenakademie, Jahrgang 78, Auszeichnung in Wahrscheinlichkeitstechnik und Exobiologie. Aber laut Ihrer Akte sind Sie Maschine, eine Maschine, korrekt, Sir. Stört Sie das? Um ehrlich zu sein, etwas. Das kenne ich, Sir. Voreingenommenheit ist sehr menschlich. Und das irritiert mich etwas. Fühlen Sie sich uns überlegen? Ich bin überlegen, Sir. Auf vielen Gebieten.
Aber darauf würde ich gerne verzichten, wenn ich dafür menschlich sein könnte. Ich bin erfreut, dass Sie mich begleiten, Mr. Data. Dieses Waldgebietsmuster ist sehr beliebt. Wahrscheinlich, weil es die Erde so gut simuliert. Wenn ich hier durchgehe, fühle ich mich manchmal wie ein Mensch. Erstaunlich, wie realistisch diese Simulationen sind. Einige Dinge sind echt, Sir. Der Transporterstrahl kann menschliche Körper in Energiemuster zerlegen und dann wieder zusammensetzen. Ja, natürlich. Und diese Felsen und Gewächse sind viel einfacher strukturiert. Korrekt, Sir. Wir nähern uns der hinteren Wand. Ich sehe sie nicht. Wir stehen direkt davor. Unglaublich. Commander Riker. Commander Riker, ist das nicht fantastisch? Das Ganze hier ist eine Simulation. Im Archiv gibt es noch über 1000 andere. Es ist einfach nicht zu glauben. Vorsicht, der nächste Stein wackelt! Wow. Dann hatten die drei den Simulationsraum verlassen. Riker machte dem Captain Meldung. Mr. Data wird den Erkundungstrupp begleiten, Sir. Ausgezeichnet, Commander. Gute Idee. Wesley erzählte seiner Mutter von dem aufregenden Erlebnis. Es gibt doch eine Turnhalle mit reduzierter Schwerkraft. Auf dem Schiff kann man sich garantiert nicht langweilen. Gut. Mom, ich würde gerne die Brücke sehen. Das ist gegen die Anordnungen des Käpt'ns. Hast du auch Angst vor dem Käpt'n? Warum sollte ich denn Angst vor ihm haben? Auf jeden Fall ist Captain Picard ein ziemlich schwieriger Mensch, nicht? Dein Vater hatte ihn sehr, sehr gern. Forschungsreisende wie er sind oft sehr einsam. Er hatte niemals eine Familie. Ich will die Brücke ja nur kurz sehen. Ich bleibe im Turbolift stehen, wenn die Türen sich öffnen. Ich gehe nicht raus. Du forderst den Ärger heraus, Wesley. Ich werde sehen, was ich für dich machen kann. Inzwischen war Commander Riker zusammen mit Geordi, Tasha, Troy und dem Androiden Data zur Farpoint Station gebeamt worden. Ich schlage vor, jemand sollte zuerst die unteren Stockwerke der Station untersuchen, Sir. Die Schiffssensoren haben einige Gänge registriert. Vielleicht sollte ich gehen. Tasha und Sie werden gehen. Und Geordi, Sie passen auf die beiden auf. Wir zwei sehen uns hier oben um. Haben Sie schon etwas bemerkt? Ich erkenne nicht so viel wie Geordi, aber bisher habe ich nur gewöhnliche Materialien entdeckt. Und die Konstruktion? Die Konstruktion ist fast identisch mit den Plänen unserer Flotte. Commander Riker, wir haben was Interessantes entdeckt. Wir befinden uns jetzt in einem Tunnel direkt unter der Station. Und die Wände bestehen aus etwas, das ich noch nie gesehen habe. Haben Sie Tests vorgenommen, Geordi? Ja, schon mehrere. Mikroskopisch, thermisch, elektromagnetisch. Bisher keine Ergebnisse. Was ist mit Ihnen, Troy? Ich habe es bisher vermieden, mich ganz zu öffnen. Denn was ich im Büro des Verwalters empfunden habe, war sehr unangenehm. Ich bedauere das, Counselor, aber wir brauchen Informationen. Schmerz. Ein entsetzlicher Schmerz. Wir kommen. Enterprise auf Troys Koordinaten beamen. Es tut mir leid. Verschließen Sie Ihr Empfinden. Große Traurigkeit. Unglaubliche Verzweiflung. Wer? Das weiß ich nicht. Es ist eine Lebensform, die uns nicht ähnelt. An was für einem Ort sind wir hier nur? Geordi, was analysieren Sie? Also, dieser ganze Bau besteht aus einem Material, das ich nicht kenne. Ich habe auch noch nie davon gehört. Während die Crew auf Farpoint Station weiter nach Lösungen suchte, betraten Beverly und ihr Sohn die Kommandobrücke. Was soll denn das? Kindern ist der Zutritt zur Brücke nicht gestattet. Ich bitte, Meldung erstatten zu dürfen. Dr. Crusher. Captain?
Sir, mein Sohn befindet sich nicht auf der Brücke. Er ist nur mit mir zusammen im Turbolift gefahren. Ihr Sohn? Sein Name ist Wesley. Sie sahen ihn das letzte Mal, als Sie uns... Also gut, wenn er nun schon da ist. Ich kannte deinen Vater sehr gut, Wesley. Möchtest du dich umsehen? Aber nichts anfassen, klar? Setz dich hin. Die Tastatur auf der rechten Seite ist für Eintragungen ins Logbuch, für den Zugriff aufs Computerarchiv, für die Bildschirmkontrolle und so weiter. Hier befinden sich Kontrollen für die Steuereinheit, die Schutzschilde und die Waffenkontrolle. Der große Bildschirm zeigt den Ausblick nach vorne, während man hier die rückwärtigen Regionen mit Hilfe hochauflösender Sensoren kontrollieren kann. Sag mal, woher weißt du das alles, Junge? Ein Alarm, Captain. Wesley! Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht... Komm sofort her! Du und deine Mutter, ihr verlasst die Brücke. Sensorenalarm, Sir. Das wollte mein Sohn Ihnen auch sagen. PK, ich höre. Unsere Sensoren melden die Annäherung eines Raumschiffes an den Planeten. Allerdings für diese Zeit ist keine Schiffsannäherung geplant, Sir. Könnte es die Hood sein, die nochmal zurückkehrt? Nein, das Schiff hat eine andere Form und außerdem kein Identifizierungssignal. Auf den Hauptschirm schalten. Identifizierung? Konfiguration dieses Schiffes unbekannt, Sir. Senden Sie einen Gruß. Das haben wir schon versucht, Sir. Bisher keine Antwort. Schutzschilde aktivieren, Phaser bereit. Schutzschilde und Phaser bereit, Sir. Verbinden Sie mich mit Verwalter Zorn. Und grüßen Sie weiter auf allen Frequenzen und in allen Sprachen. Hier spricht Zorn. Zorn, ein nicht identifizierbares Schiff tritt in den Orbit ein. Kennen Sie es? Die Ankunft eines Schiffes wurde uns nicht gemeldet, bevor wir nicht... Ich fragte, ob Sie das Schiff kennen. Sie sprachen von einer möglichen Allianz mit den Ferengi. Aber wir haben keine Vereinbarung mit Ihnen geschlossen. Das war nur so eine Idee von mir. Ganz sicher? Sie haben mein Wort, Captain. Ich hatte die Ferengi nur erwähnt, um sie zur Zusammenarbeit zu ermuntern. Verzeihen Sie bitte. Das Schiff schwenkt in unsere Umlaufbahn ein. Es hat das 12-fache Volumen unseres Schiffes. Laut Sensoren wurden wir gerade gescannt. Es sollten noch mehr Überraschungen auf Farpoint Station warten. Dieser geheimnisvollen Raumstation auf dem Planeten Deneb 4. Die Zeit wurde immer knapper. Unten auf der Raumstation fühlte Troy, dass etwas Neues passiert sein musste. Ist es wieder da? Troy, quälen Sie sich nicht. Nein, ich habe das Gefühl, ich bin einer Antwort sehr nah. Commander, irgendetwas schirmt unsere Kommunikatoren ab. Ja, so eine Absicht spüre ich. Irgendetwas will nicht, dass wir mit unserem Schiff Verbindung aufnehmen. Kommen Sie, wir gehen nach oben. Oben auf der Kommandobrücke wurde die Lage immer undurchsichtiger. Im Computerarchiv findet sich kein Schiff dieser Art, Sir. Nicht mal etwas Ähnliches. Keine Antwort, Sir. Wir haben es mit allem versucht, außer einer Drohung. Sensorenabtastung, Mr. Worf. Unsere Sensorsignale scheinen abzuprallen. Irgendetwas tut sich, Sir. Das Schiff beschießt Farpoint, Sir. Photonentorpedos scharf machen. Warten Sie, Sir. Die beschießen die alte Bendy-Stadt, nicht Farpoint Station. Auch die vier auf der Raumstation hatten das mitbekommen. Mein Gott, was war das? Ein Phaser? Negativ, aber irgend so was Ähnliches. Sie, Tasha und Jordi, beamen zum Schiff hoch. Kommen Sie mit, Data. Wir wollen sehen, was los ist. Nein, nicht. Sie könnten getroffen werden. Sie haben Ihre Befehle, Lieutenant. Führen Sie sie aus. Ja, Sir. Entschuldigung, Sir. Enterprise. 3 Personen hochbeamen.
Troy, Tascha und Jordi wurden schnell zurückgebeamt. Da meldete sich auch Zorn, der Verwalter. Enterprise! Enterprise, hören Sie mich! Helfen Sie uns bitte! Was sollen wir denn tun? Enterprise, bitte helfen Sie uns, bitte! Schalten Sie das bitte ab. Commander Riker, bitte kommen. Hören Sie mich. Riker und Enterprise, kommen. Hier, Enterprise. Commander Riker, wo sind Sie? Ich befinde mich mit Data am Rand der alten Stadt. Sie liegt unter schwerem Beschuss. Was ist mit Farpoint Station? Gibt es da Schäden? Negativ. Farpoint Station ist unbeschädigt, Sir. Die Unbekannten vermeiden es, die Raumbasis zu treffen. Das Feuer kommt von einem fremden Schiff in unserer Umlaufbahn. Keine Identifikation, keine Antwort auf Funksignale. Die alte Bandy-Stadt wird ständig getroffen. Sicher gibt es viele Opfer. Verstanden, Commander. Hätten Sie etwas dagegen, wenn Ihr Captain eine eindeutig illegale Entführung vorschlagen würde? Kein Einspruch, Sir. Verwalter Zorn kann sicher unsere Fragen beantworten. Holen Sie ihn, bringen Sie ihn rauf. Aye, Sir. Ich werde zu einer sehr schweren Entscheidung gezwungen, Counselor. Aber die Bandy zu schützen würde sicher nicht die Anweisungen verletzen. Zugegeben, es sind keine Verbündeten von uns, aber... Wir befinden uns gerade mit Ihnen in diplomatischen Verhandlungen. Lieutenant, die Phaser auf das Schiff ausrichten. Phaser sind ausgerichtet, Captain. Wieder erschien Q in der Kommandozentrale. Das ist wieder mal typisch. Primitive Lebensformen halten sich nicht einmal an die eigenen Regeln. Verlassen Sie meine Brücke! Sie befahlen, die Phaser auszurichten. Phaser sind immer noch bereit. Lassen Sie sich durch mich nicht stören. Benutzen Sie Ihre Waffen. Ich weiß nicht, wer sich auf dem Schiff befindet, und die Phaser wurden routinemäßig ausgerichtet. Tatsächlich. Sie wissen anscheinend gar nicht, was die Präsenz dieses Schiffes zu bedeuten hat. Dabei ist das so offensichtlich wie die Hässlichkeit der Nasen in Ihren kleinen Primatengesichtern. Und wenn Sie wirklich zivilisiert wären, würden Sie sich doch um die Opfer unten auf dem Planeten kümmern. Captain an medizinische Abteilung, wie weit sind Sie? Medizinische Einheiten sind bereit zum Runterbeamen, Captain. Gut, Sie haben sehr schnell reagiert, Doktor. Irgendwelche Fragen? Die Leute der Sternenflotte wurden ausgebildet, Hilfe und Beistand zu leisten. Aber in klarem Denken wurden sie nicht ausgebildet. Wie steht es eigentlich mit Ihrem Denken? Uns nennen Sie wild, aber Sie wussten, dass die Bewohner des Planeten getötet werden. Ihr Verhalten könnte man unzivilisiert nennen. Sir, der Planet wird wieder beschossen. Aktivieren Sie die Steuereinheit. Bringen Sie uns in eine Position zwischen dem Schiff und dem Planeten. Kraftfelder einschalten. Aye, Sir. Steuereinheit aktiviert. Wir haben keine Kontrolle über das Schiff. Keine Reaktion. Unaufhörlich wurde die Stadt der Bandy weiter beschossen. Sind Sie unbeschädigt? Ja, und Sie? Alle Systeme arbeiten. Bitte, können Sie es nicht aufhalten? Können Sie es nicht vertreiben? Was vertreiben, Verwalter? Ich weiß es nicht. Unwahrscheinlich, Sir. Wir wissen, dass Sie alle Kontakte der Bandy mit anderen Welten koordiniert haben. Wir haben nichts Unrechtes getan. Offensichtlich wollen Sie uns nichts sagen. Wir gehen. Nein, bitte, bitte gehen Sie nicht. Ich versuche es zu erklären. Erster Offizier an Enterprise. Zorn ist verschwunden. Irgendetwas wie ein Transporterstrahl hat ihn verschwinden lassen. Eine Frage, Sir. Könnte dieser Q dahinter stecken? Sie wissen tatsächlich nicht, wer ihn weggeschnappt hat. Ihre Zeit wird knapp, Captain. Captain? Ich empfange ein ganz neues Gefühl. So etwas ähnliches wie Befriedigung. Ungeheure Befriedigung. Ist es die gleiche Quelle wie vorher? Nein, die erste befand sich auf dem Planeten. Diese ist viel näher. Ausgezeichnet, Beraterin.
Er kapiert ziemlich schwer, nicht? Transporterraum an Captain. Erster Offizier und Mr. Data wurden an Bord gebeamt. Sehr gut. Vielleicht können Ihnen die vielen kleinen Gehirne helfen. Verdammt nochmal, nun reicht es. Vergessen Sie bitte nicht, wir haben eine Abmachung. Eine Abmachung, die Sie gebrochen haben, indem Sie uneingeladen auf unserem Schiff erscheinen und sich in meine Entscheidungen einmischen. Gehen Sie oder verurteilen Sie uns? Silence, silence, mon Kapitän. Ich versuche nur, einer bedauernswerten Spezies zu helfen. Aber vielleicht verschwinde ich auch, wenn mir Commander Riker etwas Unterhaltung verschafft. Worum er auch bittet, Sie tun nichts. Ich bitte nur um sehr wenig. Aber es ist außerordentlich wichtig, wenn Sie das Ganze lösen wollen. Riker soll mit seinem, wie nennen Sie es, Forschungstrupp rüberbeamen zum Schiff. Ich schicke meine Leute nicht ins Unbekannte. Sie sollten doch längst wissen, was Sie da drüben erwartet. Oder ist das Rätsel doch zu schwierig für Sie? Captain, bei allem Respekt, ich möchte darüber beamen. Sie sind vielversprechend, guter Mann. Trotzdem haben Sie nicht verstanden, was der Captain Ihnen sagen wollte. Die Menschen sind nicht länger eine wilde Rasse. Das müssen Sie mir immer noch beweisen. Und damit verschwand Q wieder. Wenigstens Sie konnten ihn beeindrucken. Das gibt Anlass zur Hoffnung. Danke, Captain. Captain, wenn er unseren Worten keinen Glauben schenkt, wie wollen Sie dann weitermachen? Ich versehe meinen Dienst. Bis zum bitteren Ende? Commander, ich kann darin nichts Bitteres erkennen. Phaser auf Betäubung. Tasha, Troy, Data und Commander Riker betraten den Transporterraum. Energie. Und Sekunden später waren sie in dem riesigen, fremdartigen Raumschiff. Das ist ja sehr interessant, Sir. Die gleiche Konstruktion wie in den Gängen der Raumbasis. Kein Triebwerk ist zu hören. Nirgendwo Instrumente. Was treibt dieses Schiff an? Was spüren Sie? Die gleichen Gefühle wie vorher? Nein. Was ich hier spüre, ist viel kraftvoller. Angefüllt mit Zorn. Und Hass. Auf uns? Nein. Diese Emotionen richten sich nur gegen die alte Bandystadt. Auch das ist sehr interessant, Sir. Der Ort, der von diesem Schiff aus beschossen wurde, war nicht die Basis Farpoint Station, sondern die Heimatstadt der Erbauer. Riker am Enterprise. Sir, das Einzige, was wir hier entdeckt haben, ist ein langer Gang. Keine Mannschaft. Keine Armaturen, keine Instrumente. Nicht ein Anzeichen von Technik. Das ist ein Schiff, wie ich es noch nie gesehen habe. Herr Walter Sohn. Er ist in unserer Nähe, er hat große Angst. Ganz plötzlich empfange ich auch andere Empfindungen. Nein, bitte! Bitte nicht mehr! Bitte aufhören! Aufhören! Bitte! Bitte nicht mehr! Oh, bitte! Bitte helfen Sie mir! Aufhören! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr aufhören! Bitte so, nicht mehr! Hören Sie nicht! Zorn war völlig von einem blau schimmernden Energiefeld eingeschlossen. Eine fremde Lebensform versucht ihm etwas mitzuteilen. Bitte nicht! Nein, aufhören! Jetzt begreife ich, Sir. Hier gibt es nur ein einziges unbekanntes Wesen. Ich weiß noch nicht, was du von mir willst. Er lügt, er weiß es ganz genau. Oben auf der Brücke erschien plötzlich ein rotes Leuchten auf dem Schirm. Captain! Transporterraum, beamen Sie sofort unseren Trupp zurück. Riker, melden Sie sich! Die Zeit ist um, Captain. Transporterraum, haben Sie die Koordinaten? Transporterraum! Sie werden nicht gehört, Captain. Transporterraum, melden! Meine Leute da drüben stecken in großen Schwierigkeiten, Q. Q, meine Leute befinden sich
in großer Gefahr. Lassen Sie mich Ihnen helfen, bitte. Ich werde alles tun, was Sie sagen. In der gleichen Sekunde waren die vier und auch Zorn auf die Kommandobrücke zurückgebeamt. Sie werden also alles tun, was ich sage. Ja, das habe ich Ihnen angeboten. Daran brauchen Sie sich nicht zu halten, Sir. Es war nicht Q, der uns gerettet hat. Man könnte Sie angreifen. Bringen Sie sich in Sicherheit. Das Schiff hat uns zurückgeschickt, Captain. So ist es, Sir. Und es ist nicht nur ein Schiff, es ist eine Art Lebewesen. Sie lügt. Zerstören Sie es, solange Sie noch können. Phaser und Photonentorpedos fertig machen. Seine Befehle werden nicht befolgt. Captain, dieses Ding hat meine Leute umgebracht. Gibt es einen Grund? Es ist etwas Fremdes, Captain. Genügt das recht? Hätten Sie sich die Uniform verdient, die Sie tragen, wüssten Sie, dass es gerade das Fremde ist, was uns reizt. Ich vergeude meine Mühe mit der menschlichen Intelligenz. Also das wollen wir testen. Beginnen wir mit den Tunneln, die es unter Farpoint Station gibt. Sie sind identisch mit denen auf dem lebenden Raumschiff da drüben. Warum hat es Sie bestraft, Verwalter? Wahrscheinlich, weil Sie ein anderes Lebewesen gequält haben. Wir haben nichts Unrechtes getan. Es war verletzt. Wir haben ihm geholfen. Danke sehr. Das war der fehlende Stein im Puzzle. Lieutenant Yar, koordinieren Sie alle Phaserbanken, um einen Energiestrahl zu erzeugen. Aye, Sir. Das ist es, Captain. Es ist vorstellbar, dass irgendwo in der Galaxis Geschöpfe existieren, die Energie in Materie umwandeln können. Ja, und zwar in spezifische Formen von Materie, ähnlich wie es unsere Transporterstrahlen tun. Achten Sie auf den Hauptschirm. Da begann das fremde Raumschiff sich zu verwandeln. Zuerst in einem blauen Strahlenstern. Und dann wurde es zu einem weich fließenden, leuchtenden Ball von ungeheurer Größe. Verwalter, genau so ein Lebewesen halten Sie gefangen, stimmt's? Bitte warnen Sie mein Volk, alle sollen Farpoint Station sofort verlassen. Tun Sie es nicht, Captain, sein Volk sollte untergehen. Übermitteln Sie die Nachricht, alle sollen Farpoint Station sofort verlassen. Ich erkenne zwei dieser Geschöpfe, die Empfindungen aussenden. Das eine unten auf dem Planeten voller Sorge und Schmerz und das andere hier im All voller Zorn. Deshalb beschoss es auch nicht die neue Raumbasis, sondern nur die Bendy und ihre Stadt. Es wollte nur die bestrafen, die seinen Freund gefangen hatten. Energiestrahl bereit, Sir. Richten Sie nach Farpoint Station. Das Rätsel war eben doch zu einfach. Großzügigkeit war immer meine Schwäche. Leider. Senden Sie so viel Energie, wie das Wesen braucht. Und los. Der Energiestrahl wird nicht länger absorbiert. Dann schalten Sie ab. Verwalter Zorn, wenn ich mich nicht irre, wird es ab sofort Farpoint Station nicht mehr geben. Oh, sehr gut, richtig geraten. Und tatsächlich begann auch Farpoint Station sich zu verwandeln. Aus der Raumstation wurde ein zweites, hell leuchtendes Lebewesen und löste sich langsam von der Oberfläche des Planeten. Bitte glauben Sie mir, wir wollten dem Lebewesen kein Leid antun. Es hungerte förmlich nach Energie, die Ihre Welt reichlich liefern konnte. Ja, wir haben es gefüttert. Aber nur so viel, damit es am Leben blieb und Sie es zwingen konnten, die Form anzunehmen, die Sie gerade brauchten. Majestätisch schwebten die beiden fantastischen Wesen aufeinander zu. Sir, es ist wunderbar. Langsam verschwanden sie in der Unendlichkeit des Raumes. Es war ein überwältigender Anblick. Ich verspüre ein Gefühl großer Freude und Dankbarkeit. Große Freude und Dankbarkeit von beiden Lebewesen. Wieso?
benutzen Sie andere Lebensformen für Ihr Amüsement. Wenn es so ist, waren Sie nicht sehr erfolgreich. Verlassen Sie uns. Wir haben Ihren kleinen Test bestanden. Silence, silence, mon capitaine. Verschwinden Sie von meinem Schiff. Ja, ich gehe, aber nur, weil es mir gefällt zu gehen. Ich verspreche nicht, dass ich nie wieder erscheine. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41174,2. Wir haben ein Übereinkommen getroffen, dass Farpoint Station gemäß meinen Anweisungen neu aufgebaut wird. Alle Stationen? Bereit zum Abflug, Sir. Wollen Sie was sagen, Riker? Ich hoffe, dass nicht alle unsere Missionen so verlaufen, Sir. Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, die meisten werden viel interessanter sein. Was uns da draußen wohl noch erwartet. Volle Energie.